Ja, Trainer, es geht weiter. Am Sonntag in die alte Heimat, Sturm Graz. Ein kurzer Ausblick von dir auf dieses Schlagerspiel zwischen den Schwarzen und Grün-Weiß. Ja, Highlight in der österreichischen Bundesliga. Ich freue mich schon extrem auf dieses Spiel. Nicht nur das erste, natürlich auch aufs zweite von unseren eigenen Fans. Die Kadersituation schaut etwas besser aus, etwas entspannter. Einige sind zurück, teilweise schon voll fit, teilweise noch nicht fit für 90 Minuten. Trotzdem keine neuen dazugekommen und das stimmt uns natürlich positiv. Nehmen wir noch sehr positiv war die Stimmung in dieser Trainingswoche nach diesem 2-1 Heimsieg gegen den WRC, wo du verzichten musstest auf 16 Spieler, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 16 Spieler, die in der Saison schon bei den Profis zum Einsatz kamen. Was stand so ein Programm in dieser Woche und musst du den einen oder anderen jetzt gerade von den Jungen vielleicht ein bisschen auch herunterholen? Ja, also natürlich mit dieser Vorgeschichte Highlight-Ergebnis für uns. Es wurde auch honoriert von unseren Fans, vom ganzen Umfeld. Es wurde diesem Sieg vielleicht noch eine größere Bedeutung gegeben und ich denke, die Identifikation der Fans mit dem jetzigen Weg ist spürbar und ja, stimmt uns alle sehr positiv für die Zukunft. Diese Woche war ganz normal und ganz im Gegenteil, die Jungen brennen jede Sekunde am Trainingsplatz und jeder will jetzt da seine Chance nützen und Gas geben. Bei unserem Gastgeber, dem SK Sturm, ist die Stimmung auch sicher sehr positiv. Die stehen auf Platz 2, könnten mit einem Sieg den mehr oder weniger mehr als absichern, kann man mal so sagen. Habt ihr das im Hinterkopf, beziehungsweise wie schätzt du auch die aktuelle Stärke der Grazer ein im Vergleich zu uns? Ja, gefestigt. Sie haben den Umbruch einfach schon viel früher durchgezogen. Sie haben einen sehr breiten Kader, ausgeglichenen Kader und stehen nicht zu Unrecht auf Platz 2 mit 5 Punkten Vorsprung auf uns. Trotzdem, unsere jüngste Vergangenheit ist sehr positiv. Wir haben schon einige Punkte aufholen können auf die meisten Gegner und wenn wir in Graz gewinnen, dann wird es nochmal richtig spannend. Es ist noch nicht so lange her, dass wir in Graz gespielt haben. War, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ein sehr, sehr turbulentes Spiel im Februar und auch mit einem Debütanten, der in aller Munde ist. Was nimmt man aus diesem Spiel mit? Kann man daraus was lernen, dass es vielleicht dieses Mal dann noch um 2 Punkte mehr gibt als am 20. Februar? Ja, also das war nach unserem Europacup-Spiel. Niki Hedl hat debütiert. Kevin Wimmer, glaube ich, das erste Mal in meiner Ära vom Start weg und ja, wir sind auf keinen Fall schlechter geworden. Ganz im Gegenteil, auch wir haben uns entwickelt und damals war es extrem spannendes Spiel, packende Szenen, sehr intensiv. Meinem Geschmack ein bisschen zu viel Ping-Pong, zu viel hin und her. Das müssen wir einfach besser machen in unseren Ballbesitzphasen, da einfach bessere Lösungen finden und dann steht einem Sieg in Graz nichts im Wege. Verzichten musstest du letzte Woche auf den Marco Grühl, das erste Mal überhaupt, seit er bei Rapid ist und natürlich auch seit du Trainer bist. Er ist trotzdem, nehme ich an, abgegangen. Bei ihm, beim Comeback, kann man erwarten, dass er wieder in der Startelf ist, oder? Ja, also da brauchen wir, glaube ich, nicht drum reden. Marco Grühl wird in seiner aktuellen Verfassung jede Mannschaft fehlen, auch uns. Und ja, er hat sich diese Woche wieder sehr gut präsentiert und wird voraussichtlich starten. Hast du schon Spieler, wo man fix weiß, dass sie nicht spielen können? Es gibt ja die bekannten Langzeitverletzten, aber es sind ja wie gesagt doch 16 Spieler letzte Woche ausgefallen. Gibt es da jemanden, wo du schon sagen kannst, leider wieder nicht oder der ist fix dabei? Also von den Corona-Fällen wird es Petrovic sicher nicht schaffen. Alle anderen eher ja, die Tendenz. Vielleicht bei 1-2 ist noch nicht ganz sicher. Bei Verletzten ist es so, dass Gartler nächste Woche voraussichtlich ins Mannschaftstraining wieder einsteigt. Das gleiche Hoffmann zu 100% nächste Woche voll belastbar ist und Kitagawa, Schobesberger bleiben noch verletzt. Pauli Gartler hast du auch schon beantwortet. Ein Spieler, da hast du schon durchklingen lassen, wird man wahrscheinlich erst am Spieltag sehen. Trotzdem vielleicht ein Wort dazu. Emmanuel Aivou steht vor seinem 100. Bundesligaspiel, ist eigentlich nur ein sehr, sehr junger Bursche für diese Anzahl. Vielleicht ein paar Sätze zum Manu. Ja. Der ja auch in Graz, glaube ich, oder gegen Sturm schon getroffen hat für Rapid. Ja, also er ist auf dem besten Wege, ein Führungsspieler in unseren Reihen zu werden, ist extrem ehrgeizig, ordnet seinen Beruf alles unter, ist Tag und Nacht gefüllt in unserem Fitnessraum,
ja, Vorzeigespieler mit sehr viel Potenzial, was es noch zu ausschöpfen gibt. Und das ist natürlich für einen Trainer sehr angenehm. Abschließend, wir wissen, in Graz immer eine richtig gute Stimmung, aber auch der 12. Mann, die 12. Frau von Rapid wird wieder zahlreich vorhanden sein, wieder schon über 1000 Karten am Donnerstag weg gewesen. Wie wichtig ist auch für dich und die Mannschaft diese Unterstützung in der Fremde? Ja, also das stärkt uns natürlich extrem, das treibt uns an, spornt uns an und ich denke, mit dieser Identifikation von den Fans, mit unserem Weg, können wir gemeinsam wirklich viel erreichen. Also mal vielen Dank, wünschen noch eine ruhigere Vorbereitung als vor dem letzten Sonntagsspiel. Da ist er dann am Samstag so richtig rumgegangen und schöne Ostern und Ostersonntag und Rapid auswärts ist ja eine spezielle Geschichte, wie du wahrscheinlich weißt. Da habe ich schon was gehört. Ja, natürlich allen auch frohe Ostern, gesund bleiben und ja, hoffentlich Rapid Ostersonntag auswärts, hoffentlich geht es so weiter. Alles klar, vielen Dank.